Aber ich habe jetzt trotz des neuen Zuwachses an Sortiment nicht mehr Umsatz gemacht wie am Vortag. Also irgendwo verstehe ich noch nicht so ganz den Sinn dahinter, weil zum Beispiel die letzte Vergrößerung des Ladens, Leute, musst du nicht mehr selbst kassieren? Irgendwann schon, aber noch ist es nicht dringend. Erst ab Level 30 würde ein dritter Kassier in Frage kommen. Und dafür, da bist du, Team, muss ich noch 400 Leute kassiert haben, aber wir sind gerade mal Level 20. Was soll ich sagen? Was ich in dem Spiel überhaupt nicht schnall, wie, warum nimmt man so viel Geld ein? Weil da die letzte Vergrößerung, gell, vom Laden kostet $160.000. Ich nehme seit Tagen immer das gleiche ein, obwohl ich den Laden immer mehr vergrößert habe. Wie soll das funktionieren? Wie? Unterm Strich bleibt man am Tag, wenn ich kriege, aber Tausender. Unterm Strich. Da Pizza ist nicht einmal eine verkauft worden. So wie, oder? Das Tiefkühlfach haben sie halt einfach ignoriert. Soll ich machen. Wenn keiner was kauft, kann ich es nicht ändern. So, da ist Cola. Haben wir das schon gehabt? Nein. Da, ein von 1000 haben sie gekauft. Ihr seid ja Helden, seid ihr. Das haben wir noch auf Reserve. Passt. Müll haben wir auch schon. Passt. Geschirrspültabs haben wir noch da. Da, das habe ich nicht. Jawohl, jetzt ist da aber noch ein Pack Reis noch drin. Nein, ist alle ja. Sehr gut. Gehen wir auch schon weg da. Sehr fein. Vielleicht mit mehr Sushi. Ich werde das Regal da drüben diesmal zwei, vier Fächer von dem Sushi geben. Das ist echt gut weggegangen tatsächlich. So, das ist bis jetzt überblieben vom Restbestand. Passt, nächster Tag. Regale auffüllen. Das kostet jetzt wieder Zeit. Vielleicht kann man weniger bestellen und erstmal leer kaufen lassen. Verdienst ja auch nichts drauf und dann bist nachher, dann brauchst du nachher wieder mehr Geld, weil du das ja wieder trotzdem auffüllen musst. Also der Sinn dahinter bringt nichts an einer Sheldor, ist doch sinnfrei. Wenn ich es jetzt leer kaufen lasse, muss ich dann die doppelte Ware einkaufen. Du weiter! Fixakrahiten. Toilettenpapier ist mehr wert, Pommes sind weniger wert. Gut. Nur die zwei Dinger? Okay. Toilettenpapier hat jetzt wieder einen Wert. Inzwischen wird endlich wieder gut bezahlt. 16, 70, sagen wir. Alles klar. Pommes sind jetzt weniger wert. Ui, 15. Schwachstelle. Alles klar. Und das Wasser mache ich wieder teurer, du Kasperl. So, 3,40. Und jetzt müssen wir bestellen. Pah, jetzt haben sie nämlich ziemlich viel wieder ausgekauft. Und wie ist der? Also, ich finde ihn geil. Und meine Community auch. Müsli haben wir, glaube ich, diesmal brauchen wir wieder Backerl. Jupp, das ist jetzt gut weggegangen. Sehr gut. Toastbrot, das gleiche, ist auch schon über Regal leer. Brauchen wir auch ein Backerl. Sehr gut. Müll, haben wir noch genug, was ich gesehen habe? Nein, oder? Das reicht doch nur für einen Tag. Luca, Kredit nicht vergessen. Ah ja, jetzt lass mich mal einkaufen. Öl haben wir noch mehr wie genug, glaube ich, oder? Ja. Öl haben wir noch. Nudeln schaut auch noch recht. Eine Reihe Nudeln haben sie genommen. Ein bisschen. Eine Packung war vielleicht gar nicht so blöd, wenn wir nehmen. Zucker, wo ist der noch schnell? Zucker, Zucker, Baby, du bist Zucker, mir wird heiß. Zucker, Käse haben wir aufgefüllt, Wasser haben wir noch genug, Kaffee nehmen wir an dazu, Ochtereier haben wir auch noch genug, Milch haben wir noch genug, schwarzer Tee haben wir erst aufgefüllt, Erdnussbutter, ja, brauchen wir jetzt auch. Da ist Müll, haben wir voll aufgefüllt, brauchen wir auch nicht. Olivenöl brauchen wir auch nicht. Nudeln. Genau wieder. Ja, eine Packung nehmen wir sicher selber. Reis. Das ist halt wirklich. Basmati-Reis ist gar nichts gegangen diesmal, okay. Salz, Reis, brauchen wir nicht. Kuchen, Muchen, Tuchen, Kuchen. Da, der Kuchen ist gut gegangen. Wie schaut der untere aus? Na, da ist noch mehr Platz. Unten die Cornflakes, ja, eine Packung, Schokolade können wir eine Packung nehmen. Ah, Gummibären, bah, das ist ja, es ist halt schon ein bisschen lästig. Eine Packung Gummibären, geht auch.
wenn du immer schauen musst, eine Packung Gummibären, eine Packung Cornflakes, eine Packung Schokolade kaufen. Ja, danke. Dann Getränke. Ist, glaube ich, jetzt alles voll geblieben, oder? Wenn mich nicht alles täuscht, ist alles voll geblieben. Apfelsaft, Apfelsaft. Aber sonst ist alles voll. Apfelsaft fehlt. Einmal Apfelsaft. Da haben wir auch noch Reserve, das ist alles voll. Reiniger, den haben wir, glaube ich, auch fast keinen mehr, gell? Nein, der, da brauchen wir zwei. Da brauchen wir zwei. Um der, da ist noch genug drinnen. Seifen ist noch genug, das ist noch genug. Das Dingreiniger ist noch genug. Ein Klopapier wieder sicherheitshalber, falls leer wird. Honig haben wir gesagt, ist nicht mehr viel, gell? Nein, ist wirklich nicht mehr viel. Nehmen wir eins. Parmesan und so, das ist noch alles voll, da brauchen wir gar nicht. Ja, die 8er, 4er Eier brauche ich auch nicht, das ist doch wurscht. Mozzarella haben wir noch, Thunfisch haben wir noch, den brauchen wir nicht. Zucker, Puderzucker, flüssiger Puderzucker oder was das sei. Heißt. Brauchen wir eins, eins nehmen wir, sicherheitshalber, eins nehmen wir. Puderzucker, eins. Wie schaut es da herum aus? Die Cornflakes sind noch voll. Erdäpfel werden wir noch brauchen, ein Sackel, ein Backel. Pommes sind jetzt dort weniger wert, nehmen wir sicherheitshalber an. Ich glaube, dann werden mehr gekauft. Pizzen haben wir noch. Erdäpfel nehmen wir noch an dazu. Cheddar, wie viel Cheddar ist denn weggegangen? Ja, da ist noch genug da. Da für die Kühlregale brauche ich eigentlich bis auf das Sushi-Zeug, weil ich nicht mehr viel. Lasagne und so muss ich schauen. 12 Eierbock habe ich gesehen, ist nicht mehr viel. Von den Macaronis ist noch genug da. Der Zucker da, da ist auch noch genug. Ja, einen nehmen wir dazu. Einen. So, kaufen. Und jetzt kommen die neigen hochwertigen Produkte. Da müssen wir mal kurz schauen. Naja, das eigentlich, ja, Steak ist eigentlich alles. Ja, so, der Ripperler kann ich brauchen. Lasagne ist noch genug da. Das ist alles noch genug da. Ripperler und das große Sushi auf jeden Fall brauchen wir. Da nehmen wir gleich zwei Packungen diesmal. Das ist richtig gut gegangen. Einmal Ripperler. Genau. Und wo ist das große Sushi? Sushi klein, Sushi groß. Zweimal. So. Das tun wir ja, Kledito, da, aber wir haben schon probiert, während der Laden offen hat zum Nachfüllen. Also komplett, jetzt gar nicht, sondern gleich öffnen. Du kommst nicht nach. Du kommst nicht nach. Das ist Minusgeschäft. Wir haben es gestern probiert, das tue ich nicht noch einmal. So, und jetzt muss ich noch die Bank wieder abspeisen, Alter. Bezahlen, 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 bezahlen. So, ich habe keine Schulden mehr und bin wieder pleite. Sehr geil. Einfach wieder komplett pleite. So muss das. Dann gehen wir mal einrahmen, die ganze Sch. Erdapfel. Was haben wir da? Klopapier. Klopapier kaufen. Bin wieder da. Habe ich was verpasst? Elias Konstantin? Nein, hast nichts verpasst. Ach so, okay. Alle Schulden bei der Bank ausgeglichen und ich bin blank. Ich bin blank, hab kein Geld mehr auf der Bank. So, Nutella, Nutella, ja, das ist meine Nutella. Was haben wir da? Ah, Sushi, groß. Ah, Sushi. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Nochmal großes Sushi, da machen wir jetzt zwei voll, weil dann haben die Leute mehr zum Kaufen. So, voll einen Kühlschrank nur mit Sushi angefüllt. Ja, wenn es so gut geht, was sie machen, das saufen sie da ja, das fressen sie da ja wortwörtlich aus der Hand, die Leute. Dann können wir eh da drauf stellen, weil der Orangensaft geht eh nicht so gut, kommt man für. Da ist gar keiner gegangen, eigentlich. Und dann bleibst du wieder drauf sitzen, wie beim Händel. Ja, dann ist es halt so, dann muss ich es nicht nachbestellen. Fertig. Ist ja immer so. Den kannst du eh nicht vorbeugen. Zum Beispiel die 8er Eier, seitdem es die 12er Eier gibt, gehen die 8er Eier gar nicht mehr. Wirklich.
Die Schachtel habe ich auch schon. Seit 4 Tagen lagere ich Eier auf Raumtemperatur. Viel Spaß. Oder wenn der das kauft, sind es 100.000-jährige Eier. Das sage ich euch halt auch, gell? Gesund ist was anderes dann. So, wenn der jetzt einmal gekauft werden dann. Nachdem schon 4 Tage bei 26 Grad im Verkaufsraum rumliegen. Eigentlich bin ich eine wandelnde Lebensmittelvergiftung. Mein ganzer Lohn ist auch Lebensmittelvergiftung. Aber es gibt für das Spiel, ich weiß nicht, ob sie es geplant haben oder ob die Entwickler nicht so weit gedacht haben, keine Regelungen, wie man lagert. Ich bin auch wirklich froh, weil in Real Life müssen ja auch Produkte, sobald sie ein gewisses Datum überschritten haben, ne, also in dem Fall das Ablaufdatum, das haben sie da noch nicht eingeführt, ein Ablaufdatum, müssen sie ja wieder aus dem Regal aussortiert werden und weggeschmissen werden, so schlimm sie das auch hört. Das gibt es da im Geschäft auch gar nicht. Also wenn da so ein Hühnchen einen Monat da drin liegt, dann liegt es halt einen Monat da drin und wird trotzdem zum vollen Preis verkauft, was in Real Life natürlich niemals gab. Wow, ein Tafel überblieben. Ich bin happy. If you happy and you know it, clap your hands. Beim Kuchen wird auch wieder genau eins überbleiben. Oh, das klingt böse. Ist geplant, dass auch Sachen verderben. Dann wird's Spiel auf jeden Fall noch einmal. Also, ich hoffe, dass vorher die Helfer haben, gell? Weil sonst wird das Spiel unspielbar, wenn du alles selber machen musst. Sag ich ganz ehrlich, so wie es ist. Wenn der Ablaufdatum einführen, dass die Sachen verderben können, bevor der Helfer einführt, der was zum Beispiel Regale auffüllen oder verderbliche Ware wieder rausnehmen können, dann drehst du in dem Spiel durch. Dann brauchst du nur, du brauchst jetzt, ihr seht es bei mir, gefühlt jedes Mal über eine halbe Stunde Vorbereitung, damit die Leute dann 10 Minuten einkaufen gehen können. Eine Packung wieder, ich drehe am Radl. Das ist scheiße, ich habe nur ein Stickel drin, Schachteln gehen wir schon so am Ohr. Und das sind jedes Mal richtig viel davon. Da wird jetzt auch wieder genau eins überbleiben. Ja, was? Schön, freut mich. Gut, dass ich die Schachteln deswegen extra aufhalten muss. Das sollte Lagersimulator heißen. Ja, mir kann man das. Tetris, Lebensmittel-Tetris. Supermarkt-Tetris könnte man es nennen, siehst du? Jetzt habe ich einen guten Namen. Weil viel was auch nicht. Da, die Rippchen oder was das sind, die lege ich da jetzt her. Die lagern jetzt einfach da in Raumtemperatur. Bis die im Kühlregal gekauft werden, damit ich es wieder auffüllen kann. Und wenn da jetzt 3 Tage keine gekauft werden, dann bleiben die halt 3 Tage da liegen und werden dann eingekrampft. Also ja, ekelhaft, aber zumindest da sparen wir viel Geld. Toastbrot. Honig, wichtig. Richtig und wichtig. Honey. Lutsch mein Schwanni. Es soll auch Diebe dazukommen, was ich gehört habe. Ja, glaube ich auch. Nein, das glaube ich nicht. Und wie sollst du dann gegen die wehren? Alarm oder gibt es dann auch endlich einen Baseballschläger, was die Leute schon so vermissen, dass ich die Diebe verprügeln kann? One. Hat ja voll ausgezahlt, dass ich Pommes gekauft habe. Aber sie sind weniger wert, günstiger geworden. Also im Angebot, glaube ich, heißt das einfach. Und dadurch gehe ich davon aus, dass die diesmal fleißig gekauft werden. Deswegen habe ich gleich mal ein bisschen vorgelagert. Ach, Leute, ich sag's euch, ich brauche einen Gönnergy. Hallöchen, ihr hübschen Leute. Wer ist denn da hübsch? Wir sind schier. Wie die Nacht. So. Stößchen. Ja, SDS, heute bis später. Langsam find der Tag sei end. Und der SDS schaut einer. Kriegen da eigentlich nur noble Leute? Das ist es auch. Wohin auch? Da ist der Trevor von GTA 5. Der kommt auch ab und zu und spuckt ein paar Leute wahrscheinlich vorne. Sollen wir ihn zur Beschwerdeabteilung begleiten?
Wenn wir zum Beispiel den Geschüttelten hier, bitte, Alter, der nennt sich bei uns, das ist die Entbannungsliste, nennt sich bei uns Beschwerdeabteilung, wohlgemerkt. Aber ja, die meisten schauen aus, Alter, als hätten sie die Weisheit mit dem Löffel gefressen, weil der kommt anscheinend gerade von seinem Opernball, das ist der große Bruder von meiner Kassier, der Taudel da. Ausschauen da er zumindest so. Den Kaffee kaufen sie mir jetzt auch gerade leer. Dann ist es halt so. So, gehen wir mal ein bisschen auffüllen da. Weil die Ware verbrauchen, die was wir da rumliegen haben. So, Cornflakes. Also gewinntechnisch kommt man vor, ich hab mir gedacht, die Pommes gängen jetzt gut, weil sie im Angebot sind. Nö, kauft einfach keinen Schwanz. Der Kaffee, den was ich lagern hab, kauft keiner. In Roden haben sie mir zusammengekauft, die Birnen, Alter. Ich glaube, ich spinn. Aber der Schwarze wird nicht einer gekauft. Ich trage nicht durch. Wirklich. Wow, Romane. Das ist schon wieder so eine typische Schiebungspartie. Wenn man was lagern hat, wird es nicht gekauft. Aber wehe, du hast das nicht lagern, dann ist es weg. Ehrlich, aber lieb. Ja, ganz lieb bin ich. Bin richtig süß. Wie Zucker. Da, der Glasreiniger nimmt auch keiner, Klopapier. Wegen einer Ding. Zucker, den habe ich nicht. Habe ich da nicht sogar einen Kaft gehabt eigentlich? Oder habe ich den schon aufgebraucht und ist noch einer überblieben? Das kommt natürlich auch sein. Mehl, das. Wo ist denn das schon wieder da drüben? Das können wir jetzt auch aufbrauchen, oder? Nein, Nudeln sind das, sorry. Auch nur eine gekauft, Alter, wirklich, das ist, Leute, wir kommen vor, das macht das Spiel echt mit Absicht. Wenn du etwas lagernd hast, dann wird es nicht gekauft. Das ist noch immer nicht leer, Alter, ich trau durch. Aber wehe, du hast das nicht lagernd, dann ist es weg. Ja, wohl, diesmal nehme ich sogar ein bisschen mehr ein, tatsächlich. Über die 1100. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Das freut mich ja schon fast. Ja, die Milch wird auch mal gekauft. Gibt es ja gar nicht, dass die einmal die Milch kaufen, Alter. Die Kisten steht schon seit 4 Tagen bei mir rum. Endlich, nämlich die normale Vollmilch, die was auch gekühlt lagern werden muss. Aber ja, ich habe es halt wieder irgendwo steig gehabt. Die werden ja gar nicht gekauft. Gut zu wissen. Pizzen, sind die Pizzen eigentlich schon gut gegangen? Ja, ein paar sind gegangen, können wir mal ein paar nachfüllen. Pizza. Aber Huhn ist jetzt wieder komplett ausverkauft. Tief, aber ist halt einfach so, gell? Hast recht gehabt, jetzt geht das so. Oh, 2 Packen, ich trau durch mit den Todeln, wirklich. Wenn du etwas in Überschuss hast, dann wird es nicht gekauft. Je weniger du von was in deinen Laden anbietest, desto eher wird es gekauft. Es ist wirklich so. Alles, was du nicht lagern hast, wird ausgekauft. Da, der Kaffee, weg. Was habe ich da unten eigentlich drin gehabt? Also noch ein Cheddar. Cheddar. Erdapfisaki. Ich glaube, das Spiel hat sich gerade aufgehängt. Ich glaube, das Spiel hat sich gerade aufgehängt. Das hat es noch nie gegeben. Ist noch nie passiert. Weiß ich nicht, was da gerade hat. Hey, ihr zwei Depperten, Alter, wie schaut's denn aus, Alter? Geht's bitte weiter, bevor ich einen leichten Auszucker kriege? Muss jetzt einfach nur den Tag beenden und dann sind die weg oder bleiben die jetzt als Dekoration da stehen? Witzig. Steak geht jetzt aus. Klopapier haben wir, glaube ich, eins genommen. Ja, füllen wir heute 2 nach. Dann brauche ich jetzt wirklich kein Eis kaufen. Wenn es eh noch 2 da sind, bitte gar schein. Apfelsaft. Ah, der ist gut gegangen. Der ist gut gegangen. Da könnte man theoretisch sogar noch eine Packung nachkaufen.
Orangensaft ist diesmal auch einmal gut gegangen. Ich meine, verhältnismäßig gut. Da war nur noch einer drin. Ho, hat sich ausgezahlt. Na, das weiß nur nicht, was es nehmen soll. Der weiß nur nicht mehr, was. Ah, Alter, verwirr mich nicht, aber Deutsch. Cola, gut gegangen. Nee, eine Flasche. Auf jeder Seite. Gold Zitterung. 1000 Bier saufen. So. Und dann haben wir da Eier. Die wäre ich noch, auf die wäre ich jetzt eh. Die kaufen die Eier einfach nicht mehr, Alter. Das ist leer jetzt endlich. Die 8er Eier, die gehen gar nicht mehr. Aber weit muss, wenn ich jetzt keine bestelle, sind die morgen ausverkauft. So jetzt. Da. Passt. Wenn ich keine bestelle, sind sie morgen leer. Aber wenn ich es bestelle, kauft es keinen Schwanz. Wirklich, das ist schon so. Das ist schon mathematisch so geregelt in dem Spiel. Hast du was auf Lager, kauft es nicht. Das nervt wirklich. Also mich zipft das ein bisschen an. Aber wir haben jetzt immerhin 300 mehr gemacht wie am Vortag. Das heißt, ein bisschen was hat die neue Lizenz schon gebracht. Warte, jetzt war da. Ja, neuer Tag. Das wird sonst nichts. Wenigstens ist dein Lager fast leer. Ja, aber ich muss sie jetzt eh wieder auffüllen. So, sind sie jetzt weg wieder, die Weiber? Ich hoffe mal, dass sie jetzt wieder weg sind. Ja, Gott sei Dank. Das hätte ich jetzt noch brauchen können. Spül verpackt, die Weiber bleiben stehen. Ah, das kann ich noch aufbrauchen, siehst du? Ist noch ein bisschen was gekauft worden. Gott sei Dank. Und vom Rest noch was gekauft worden da? Steak? Nein, ich glaube, das ist. Mehr gibt es nicht, oder? Gibt es da noch eine Lage? Nein, das war alles. Das war alles. Nudeln? Ah, nein, mehr. Passt. Kaffee? Wo ich, zwei Packungen haben sie sich wirklich traut zum Kaufen, die geschüttelten. Ja, passt, dann ist der auch weg. Super! Super! I'm on a super duper! Fette Kinder Moped! Alter, gute Sache! Fast nichts mehr da an Schachteln tatsächlich. Nur noch ganz wenig. So leer waren wir schon lange nicht mehr. Mots, ihr seid der Hammer. Die Einkäufe richten sich nur nach Unterschied Eier günstiger und dann wird sie schneller los. Luca, danke für dein Follower. Liebe geht raus. Meine H**n hat es noch nie günstig gegeben. Was heißt da Eier günstiger? Dicke Eier, fette Eier, dünne Eier, Eier. Uiuiuiui. Aber dafür müssen wir jetzt halt auch wieder einiges bestellen, ne? Das Öl können wir losen, aber da brauchen wir wieder fast zwei Packungen eigentlich. Zucker brauchen wir wieder eine Packung. Seifen brauchen wir unbedingt wieder eine Packung. Shampoo brauchen wir wieder eine Packung. Den Cleaner brauchen wir wieder eine Packung. Also, ja, sie haben zwei, wir haben jetzt, also sie, ja, das ist über das. Da braucht man auch fast wieder eine Packung. Es geht schon, ordentlich was auf, dann wieder. Warte, bevor ich zahle Kredit, ich mache Markt. Du mich verstanden, Junge. Das ist wirklich, dass jeden Tag das Vorbereiten frisst echt verdammt viel Zeit. Und ich brauche theoretisch bald eine dritte Kasse, damit ich meinen Soll erfülle. Wir sind schon Level 21. Bei Level 25 will ich Minimum die dritte Kasse dann haben. Vorher wäre aber noch einmal Lizenz und einmal noch die dementsprechenden Regale. Oh, wann kriege ich überhaupt? Kann ich jetzt mittlerweile schon wieder? Ich glaube, da fehlt noch ein Level, oder? Verwaltung, Lizenzen. Ja. Da muss ich sogar auf Level 25 für die nächsten Lizenzen. Gut zu wissen. Also da habe ich sowieso, jetzt kann ich momentan nichts machen, außer die Tage streichen lassen und immer halt die war. Da brauchen wir eins. Toastbrot ist weniger wert jetzt tatsächlich, habe ich gerade gesehen. Also müssen wir gleich einmal Toastbrot ein bisschen obisetzen. Auf 4 Grad aus. Bitte, oder? 5 Dollar für eine Packung Toastbrot, da weiß die Welt geht zugrund. Das ist so. Wenn einmal eine Packung Toastbrot. Was ist denn jetzt los? Was ist denn da passiert? Wenn einmal eine Packung Toastbrot 5 Dollar kostet, dann ist es vorbei mit der Welt. Dann geht sie zugrunde. Da bin ich schwerstens davon überzeugt. Müll brauchen wir vielleicht 2 jetzt wieder, weil da ist es gut gegangen. Öl haben wir gesagt, nein, Nudeln, nein, Zucker. Baby, Zucker, kalt. Ah, eine Packung. So, eine Packung
Puderzucker. Mineralwasser ist diesmal jetzt bei beiden schon gut gegangen. Ja, da waren noch mehr, aber die braucht. Ja, Kaffee noch, hilft ja nichts. Die sind sonst leer. Einmal Käse, glaube ich, ist auch wieder gut. Nein, ist tatsächlich Käse, würde ich gar keinen kaufen. Cheddar würde ich kaufen, aber Käse kann. Genauso wie Milch. Sprite würde ich noch kaufen, Cola brauche ich auch wieder nichts. Orangensaft vielleicht noch. Das ist ja. Aber warte mal, eins nach dem anderen. Käse nein, Kaffee haben wir jetzt auch genug. Eier, Ochter brauchen wir jetzt auch nicht, Milch nicht, schwarzer Tee nicht, Nutella haben wir, oder ja, ich sage jetzt Nutella dazu. Nö, lassen wir noch, das werden wir schon nicht zusammen kaufen, das geht nicht so gut. Da ist Müll übrigens. Nee, brauchen wir auch nicht. Pfft. Olivenöl? Eine Packung Olivenöl würde ich tatsächlich dazu nehmen. Das geht auch nicht so schlecht. Wenn Toast mal so teuer wird, backe ich lieber selbst Toast und Brot. Lena Greims Tochter. Greimis Tochter. Ja, du. Mein Opa tut bis heute noch selber Brot backen und das schmeckt wirklich legendär. Muss ich sagen. Also ein gut selber backenes Brot ist schon was Geiles. Aber es tut sich einfach die Arbeit fast keiner mehr an tatsächlich. Verstehe, also es ist halt eine Arbeit, ne? Das ist eine Vorbereitung, alles drum und dran. Das machst du nicht einfach so. Das muss, also es ist auch eine Kunst, muss ich sagen. Das musst du schon kennen auch. Der Kuchen könnte man theoretisch schon kaufen, schon glatt brauchen. Sonst braucht man nichts da, außer den oberen Kuchen tatsächlich. Den da. Gummi, habe ich jetzt, ja, ich habe jetzt sogar Gummibären. Brauchen wir auch nicht, das ist auch noch viel. Joghurt haben wir da drin, das brauchen wir nicht. Einen Orangensaft hätte ich gesagt, Apfelsaft nehmen wir halt auch einen da, den Reiniger brauche ich zwar unbedingt, der ist fast leer. So, kaufen. Eins, zwei, Glasreiniger brauchen wir nicht, aber dafür brauchen wir wieder Shampoo und um den Cleaner brauchen wir auch wieder, den da. Shampoo und Seife brauchen wir auch. Also, es geht schon jedes Mal auch gut was weg. Also den brauchen wir, ah, den brauchen wir nicht, oh, Entschuldigung, den brauchen wir nicht, weg damit. Den Top-Reiniger brauchen wir nicht. Verlauter Depperto, das brauchen wir. Klopapier nehmen wir diesmal nicht und dann ist es wahrscheinlich wieder gar. Ich packe auch mein Gepäck selber. Wirklich, Chris, aber mit meinem alten Namen. Love My Girl. Soda, meine Oma. Tut's auch immer so manchmal. Ja, die Generation Oma und Urgroßeltern, die haben das halt einfach auch noch selber gemacht. Die haben gesagt, ja, wieso teuer kaufen, wenn ich es selber auch machen kann. Ne? Aber leider, das gilt nicht mehr für die heutige Generation. Das war halt damals noch. Das tut sich heute, und das verstehe ich ja voll und ganz, einfach keiner mehr an. Und da bin ich voll d'accord. Also ich würde es mir auch nicht antun. Dann musst du mal einen Vortag in den Tag vorbereiten, der muss dann eine ganze Nacht ruhen lassen, damit du ihn dann verarbeiten kannst. Das sind alles so, weiß ich nicht, ich muss es nicht haben. So, Eier haben wir jetzt aber, glaube ich, eh genommen, oder? Die Vierer-Eier, oder? Ja. Was war jetzt das andere? Zucker, würde ich auch wieder eins kaufen da, den Puderzucker in so einer, wie heißt das noch schnell? Capri-Sonne-Packung da, weiß ich nicht, warum das Puderzucker nennt. Sehr flüssig Zucker. Mein Opa macht sich sein Brot, seine Butter, seinen Topfen. Macht er sich auch noch selber. Ja, die haben aber auch, Leute, jetzt ohne dass jetzt über Pensionisten Sprite was Sprite brauchst. Ja, ich weiß, komm. Ah, wo ist Sprite? Das war ja bei da oben, gell? Oder? Ja, tatsächlich. Sorry, danke. Leute, tatsächlich, dass Oma und Opa das heutzutage noch selber machen, liegt halt auch viel jetzt daran. In der Pension haben sie halt eher die Zeit für sowas. Aber wenn du voll berufstätig bist, Butter ist weniger wert, dann vielleicht noch Kinder hast, dann schaust du halt einmal, ob du noch Geist hast, dass du dann Brot backen gehst. Also ist meine Meinung dazu, tatsächlich. Also muss jeder selber seine Meinung haben. Eine Packung nehmen wir davon, das passt schon. Von dem Honey-Ding da. Huhn, nehmen wir gleich drei. Das ist eh leer und eins auf Reserve. Pommes haben wir genug, Pizza haben wir eigentlich noch genug. Kartoffeln würde ich noch einen Sack nehmen tatsächlich. Cheddar brauchen wir. Da brauchen wir auch zwei. Das Soda haben wir gesagt. 12er Packung haben wir, glaube ich, aufgefüllt. Macaroni! Ei!
braucht man auch Minimum eine Packung. Wahrscheinlich waren zwei gescheiter, aber ich nehme jetzt einmal eine. Der Zucker ist auch noch gut da, den braucht man nicht nachfüllen. Und was ist bei unseren drübrigen Produkte? Ein Sushi würde ich nehmen, einmal Steak würde ich noch nehmen, einmal Lasagne würde ich auch nehmen, der Rest passt. Also, einmal Lasagne, einmal Steak und kleines Sushi. Schweineteier, die Alter. Wirklich. Schweineteier. Und jetzt da noch einen Kredit zahlen und der Knädel ist schon wieder. Wieder schauen und reingehauen. Richtig nice. Wenn einfach von deinem kompletten Tageseinkommen noch heiße 400 überbleiben. Führen aber noch ein Unternehmen neben. Ja, aber nebenbei. Das sind, die haben Angestellte. Ob ihr kauft Kaffee in Rotten, der Schwarze ist ja noch mehr wie genug, gehe ja nicht extra kaufen. Naja, Brot braucht nicht viel Arbeit, na dann kannst du bochen. Ich tue es mir nicht an, ich verhause. So, mit Abstand die größte Schachtel noch Möbel. Bis jetzt. Kann sich ja alles nicht. Da ist der Kaffee, was du schreibst. Habe ich schon bestellt. Habe ich schon nachgekauft. Cheddar? Leer oder leer? Okay, passt. Wenn er leer ist, ist super. Erdapfel. Der Lohn läuft ja gut, aber das Problem ist, der Umsatz passt halt einfach überhaupt noch nicht. Muss ich sagen, also der Umsatz ist wirklich, ja, schwach tatsächlich, der Verdienst an dem Ganzen. Es bleibt bei Großbestellungen einfach nichts hängen. Also im Nachhinein frage ich mich, war es eine gute Idee, die Kredite für der Bank zu nehmen, da auch jedes Mal noch fast 200 dafür blechen jeden Tag. Ich habe das Gefühl, das war nicht so die intelligenteste Idee von mir. Toastbrot. Man korrigiere mich, wenn ich mich täusche, aber ich glaube, das war nicht so gut. Kannst du nicht rechnen? Lord Icon muss. Vielleicht ist er 88 geboren. Was? Lauern die Leute schon wieder für einen Blödsinn? Das tut beim Lesen schon wieder weh, was da mein Onkel in meinen Chat reinschreiben. Das ist aber Unsinn. Ich konnte teilweise den ganzen Tag schreien. Eine Spinne sitzt auf deinem Kopf, macht nichts, Clemens. Auf dein Hals huckt ein richtig fettes Eiterdippel. Würde ich mal ausdrucken, wenn ich du war. Hat zwei Einkerbungen und einen Auswuchs und eine Öffnung noch dazu mit Zähnen tatsächlich. Würde ich ganz dringend operativ entfernen lassen, mein Freund. Ganz wichtig. Weil wenn sie das anfängt zum entwickeln und vielleicht irgendwann noch rein kann, dann wird es ein Problem. Manche Leute sind so blöd mit einer Empötungen. Es ist eine Spinne auf deinem Kopf. Wo? Wo? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wo sitzt der Spinne? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ah! 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 Glaubst du denn, Alter, wer ich bin, Depperter? Dann soll ich sitzen, wenn ich sitzen will. Hat er sich jetzt sowas erwartet? Wie alt bist du? 4? Manke Leute. Wenn solche Leute Stand-Up-Comedian waren, hätte keiner mehr was zum Lachen mit solchen Meldungen. Herzinfarkt bekommen. Ah, für was denn? Ich habe 50 cm Beton. Dann noch einen kompletten Stock und dann kommt erst eine Nachbarin, nämlich die Luft. Ich habe keinen Nachbarn da, rundherum nicht, da herin. Wirklich. Es kriegt kein Schwanz mit, was ich da herin tue. Ich kann da herin so viel wie ich will. Hui. So, wo stell ich da jetzt wieder hin? Der Platz. Hinter dir steht jemand. Clemens. Du hast auch immer wen hinter dir. Brauchen wir überhaupt nicht rein, Alter. Du siehst da wirklich Geister und Weißbrot in an und bist da bis heute nicht sicher, was ist.
Du Volltaudel. Rheinmetall-Aktie. Alter, was tut sie in meinem Stream, Alter? Alter, schau ja aus für euch wie ein Aktienspezialist, Alter, und ich unterhalte mich gerade mit über die Aktien mit euch. Du schaust gerade im Markrap am Supermarkt-Simulator zu und diskutierst mit unserem Chris, der Möchtegern-Banker, der was noch nie einen Hunderter in der Hand gehalten hat, über irgendwelche Aktienpreise. Bist du ein bisschen angerannt, Alter? Weiß ich nicht. Bisschen Föhr am Platz, meinst du nicht? Darf ich deinen Bart abschneiden? Ich, Stefan, du nicht, Alter. Du kannst froh sein, wenn dir deine Mutter nicht dein B ausschneidet, um zu vermeiden, dass sie sowas wie du noch weiter vermehren darf. Weil sie selber weiß, was sie da in die Welt gesetzt hat. Jetzt macht er gerade das Update, glaube ich, hat er gerade gemacht. So, schauen wir mal, ob das jetzt bei mir ist. Fortfahren. Jetzt gibt es eine Tür. Aber erst, wenn man es besitzt, wahrscheinlich, gell? Und ich besitze es ja noch nicht. Ich muss ja erst. Also, eigentlich kann ich den Tag schon starten, gell? Dann starten wir mal den Tag. Hätte ich gesagt. Ja. Dann lassen wir die Leute mal kassieren. Und dann holen wir uns das Lager halt. Du kannst die Pakete auch draußen hinstellen, falls dich das stört. Ich weiß, theoretisch kannst du. Wo sind denn die Kunden? Los ist da. Aber ich komme schon mal. Ich weiß, theoretisch ja, aber das. Ich will schon realistisch auch halten. Ob bei den neuen Lagerregale funktionieren, die dir kriegst, aber Lager Level 3 oder so, also spar ein paar tausend. Ach, das Sch. Ja, mal schauen, wo wir hinkommen. Ich habe schon wieder da die zwei Deppen, in Hans und in Franz, ne? Die Zwillingsbrüder, die was aber beide aus dem Arsch rausgekrallt sind und nicht fahren. Weil das ist ja wirklich NPC hoch 10. Hey, danke für 1000 Bits Licht. Alter, ihr immer mit euch ein Scheiß Licht! Bei der Rothaarigen wollten sie auch Ausspülung machen, dass der nicht ganz funktioniert, ha? Ihre Haare gehen nicht mal richtig ab. Ich muss ja noch in der dritte Kasse hinstellen, weil ich muss ja wieder kassieren. Und dann die Tiefkühl 3 Tage am Boden liegen lassen. Predator, was soll ich machen da, Vollwabler, Alter? Aber die bringen gut Geld, die Lappen. Naja, gut Geld bringen tun sie schon, das stimmt schon, aber ja. Allein ich war überfordert, die Kunden haben sich nur beschwert, dass die Deppert umsteigen und warten müssen. Trattelt es da. Da wirst du jetzt im. Ich mein, ihr könnt sagen, was wollt. Ich hab das Geschäft schon gut ausgebaut. Also da will ich jetzt keine Schimpferei hören. Das Ganze ein bisschen beobachten da, wo es viel weggeht, wo es nicht so viel weggeht. Oder weil halt es in Grenzen. Meine Tiefkühl. Da habe ich noch einen Truthahn. Truthahn. Ja, gut. Wir arbeiten weit schneller als du. Blender, ich schiff da am Schädel, Alter. Wir hoffen, dass ein Blärmel wächst. Du geschüttelter Schneebrunzer für Arme, Alter. Du mongolischer Bergziegen. Was ist mit dir, du wandelnde Bord? Hinter dem Kühlschrank ist noch einmal die Tür. Hinter dem. Ah ja, siehst du gerade. Was, jetzt muss ich da eher umstellen? Meier, geht's mir aber am Baby, Alter. Wo soll denn der? Die haben da so gut herpasst und jetzt darf ich es da nicht mehr steil lassen, oder wie? Nein, ich weiß schon, was ich machen kann. Ich kann. Es ist schon alles ein Schaß. Der nächsten Tag dann überlege ich mir was, wie ich das jetzt haben habe. Irgendwie werden die Regale nicht leerer. Kaufen die Leute nur so wenig oder was ist der Grund? Mir kommt vier, der Umsatz wird einfach nicht mehr. Wir kriegen zwar immer mehr Sortiment und haben schon zwei Kassier, aber der Umsatz steigt nicht so richtig. Muss ich noch eine dritte Kasse hinstellen, dass es funktioniert? Oder woran liegt es jetzt da? Weil so der Kassen, mit jeder Lizenz kriegst du mehr Kunden, aber ich merk's nicht. Ich habe dein Hard aber Unfair Real gerade entdeckt und ich musste einfach mal Follower da lassen. Peggy 18, grüße, Liebe geht raus, danke für den Follower. Darauf, Peggy, gleich kriegst du feuchte Pixen, hör zu. Der war nur für dich. So richtig? Ich weiß nicht, Leute kaufen nichts leer. Ich meine, nicht, dass ich mich beschweren will, doch. Aber ein Steak. Ich hab Steak verkauft! Ich hab Steak verkauft! Oh mein Gott, ich hab Steak verkauft! Alter, wo bist denn du hergekommen, Alter? So wie du angezogen bist, bist gerade deiner Arbeit nachgegangen.
So. Nächstes. Mozzarella. Oh, hab ich noch eins. Fixacker. Hin noch einmal. So, was haben wir noch? Steak. Ha, Steak. Und die Kuh mag Müll. Super, das nehmen wir nicht leer. Ja. Hoppala. Augspinn. Ein Pommes haben sie gekauft, ey, Wappler, Alter. Bis ihr den Zaum gekauft habt, treibt euch aus. Da wachsen wieder Erdapfel im Sackel. Kauft doch Pommes, ihr Schneebrunzer. Was ist mit euch? Sag ich, alles, was ich lagern hab, wird einfach nicht mehr gekauft. Was ist das? Sushi. Ja klar, ist wieder nicht leer geworden. Zwei Packel Nudeln. Nudeln. Ja, so, gell, jetzt sind die Leute weg, jetzt braucht es wieder nur Sauerstoff, ne? Wenigstens frisst es mir nichts weg, ihr geschüttelten Schneebrunzer, ihr zwei. Ich kann wieder Regale einrahmen und ihr Todeln kauft euch gegenseitig deppert an, Alter. Ihr seid wie so ein kranker Jugend-Zwillings, Alter. Wenn ich rausgehe, fass euch so gegenseitig in Arsch, ihr zwei Geschüttelten, Alter. Habt ihr euch das Hirn ausgepackt, oder was? Ja, Alter. Agent Smith von Matrix, einfach einmal als Kassier engagiert. Aber weil wir seinen Binärcode knackt haben, kann er nur noch kassieren. So. Nudeln! Ich bin ein Update gebracht, wenn der zwei Deppen nichts bringen. Naja, das sind nur Kassier. Das Update ist angeblich nur fürs Lager. Deswegen ist da hinter meinem Kühlschrank die Tür, ne? Wo sie ja super hinpasst, weil da kann jetzt keiner durch. So habe ich mir das, so genau so habe ich mir das gewünscht. Dass der genau dort hinkommt, ne? Nicht hinter der Kasse, nein, hinter dem Kühlschrank. Erdapfel haben sie gleich noch sowieso nur ein Sackerl gekauft, der Schneebrunzer. Bau, Alter, es werden schon wieder keine Schachteln leer, es ist jedes Mal das Gleiche. Haben wir das wenigstens leer? Ja. Das ist leer geworden, Gott sei Dank. Was lacht da, Alter? Das sind Lehrlinge der neuen Generation, ja genau. Vielleicht, ab jetzt fängt man ja die Lehre erst mit 45 an, deswegen schauen die ja alle aus, als wie meine Vater. So, da, wo haben wir das? Brauche ich auch nicht nachkaufen, supergeil. Leider geil. Welches Geschäft hat bis 1955 offen außer Tankstellen? Steirer, du wirst lachen, aber in Deutschland, zum Beispiel in Düsseldorf und so, haben die Geschäfte alle bis 10 Uhr offen, sogar samstags. 10 Uhr auf die Nacht, der Netto und so. Ich habe selber deppert reingeschaut, wie ich das gesehen habe, aber es ist so. Alter, wenn ich die Lasagne noch länger da heraus den Steil lassen muss, wird sie irgendwann weggaloppieren. Die fängt ja wieder das Lehm an, die gehört rein ins Tiefkühlfach und ich habe sie einfach bei Raumtemperatur gelagert. Hühnchen. K&K bis 0 Uhr. Oh weh. Späti um 24.07 offen. Sag ja, in Deutschland ist das ja mit der ganzen Sache ein bisschen, weißt du, 4. So, was schauen wir da? Basmati Rice. Rice von Basmati. Steigen schon deppert da bei der Ampel. So, was haben wir da? Mineral. Sind sie weggegangen? Oh, das ist gut gegangen. Das ist tatsächlich gut gegangen. Schau mal, was ganz was Neues, dass da was gut geht. Was haben wir da? Mö. Weg damit. Klopapier brauchen wir auf jeden Fall wieder. Oh, die Cornflakes, die Bees. Die Bumblebees. Passt da? Lasagne nennt man Würze. Ja. Wenn das Pferd weh hat in der Lasagne, dann ist es Würze. So schaust du aus. Und genau deswegen haben die deine Eltern zur Adoption freigegeben. So. Bumblebee, so heißt mein Hund. Das war mir aber zu lang für den Hund Bumblebee. Deswegen heißt mein Hund Brotbackautomat. Alter, ihr habt jetzt einen Apfelsaft gekauft, ihr wisst ja alle nicht, was gesund ist.
Naja, ein paar Kisten sind ich weggegangen. Ne? Ich würde es ja nicht nur jammern. Ein bisschen was ist ja gegangen. Schau, da können wir jetzt auch ausleihen, da. Mozzarella. Wolltest du nicht dotiert frei machen, Alter? Nein. Ja, ist ja nichts, gell. Was ist das Geld schon wert, ne? Hey, ich mach's jetzt einfach so. Ich bin ja, Alter, ich bin ja gar nicht einmal so blöd, wie ich ausschau. Ich stell die Kühlschrank einfach da her. Dann können die Leute noch bei der Kasse was nehmen, weißt du schon? Fertig. Gesperrt. Der kann nicht mehr schauen, gell. So, aber sollt ihr, was haben wir, verwalten wir, was ist mit den Lizenzen? Ja, die kann man sowieso erst wieder. Die nächste Lizenz geht sowieso erst ab Level 85. Rechnungen, drauf Wachstum, ein Abschnitt, ja, brauche ich nicht. Wir haben ja alles. Einstellen, Lager. Oha, sie haben das Lager billiger gemacht. 800 nur noch statt 1000. Verdienst du nichts mehr, wenn du der Tankstelleninhaber bist. Weißt du, wie wenig Gewinnmarge auf dem Sprit ist? Alter, jetzt hab ich... Ich hab doch gerade das Lager gekauft, Depperter! Und jetzt willst du mir verzeihen, dass die Tier da drin für nix sind? Wollt ihr mich oder was? Was hab ich ein depperte Tier in mein Laden, wo ich nicht reinigen darf? Wo ist der Roundhouse-Kick, Alter? Mit dem Bier geht's immer gut, Geschäft, Alter. Ich bin gerade so richtig... Ich bin... Jetzt muss ich da Abschnitte kaufen, ich druck die aus wie ein Eiter, Depperter. Ganz einfach. Ich glaube, ich spinne. Werde ich Abschnitte kaufen, genau, Alter. Ich schneid dir gleich was an, du dummer Hund. Hast du das Lager schon gekauft? Ja, aber anscheinend kommst du zu dir erst ab Level 3. So lange muss ich hin. F***t euch doch wirklich. Sessen, Markt, eine da jetzt da. Mabel, da, Lagerregal 200. Ich druck da einen Schaß ins Gesicht mit 200. Und zwar einen richtig gestunkenen, du Sauhund, du Blätter. Ich nehme halt zwei. Jetzt schauen wir das an, wie das jetzt funktioniert, bevor ich grantig werde. So, Lager. Ah, den kann ich wieder frei. Was sind denn das für fette Lagerregale, Alter? Das ist, Alter, das ist ja kein Lagerregal, Alter, das ist ja ein Gitterbett für Kinder. Wieso ist denn das so breit? So. Passt. Jetzt bin ich gespannt, ob die Backel reingehen. Wahrscheinlich nicht. Sortieren sie die von selber oder muss ich es einfach reinlegen? Natürlich. Ja, gehen nicht, was willst du denn? Du deppert geschmissen. Wenn es der Markrime macht, funktioniert es halt auch, ne? Nicht so wie bei dir. Etagenbett im Weißen Haus, so ist es. Oha, da ist Sushi, haben sie jetzt wieder gut gekauft. Kann ich da jetzt dann nur das... Willst du mir... Alter, ich schwöre, wenn ich jetzt da noch so ein Backel nehme und der legt das nicht da hinten rein, dann reiße ich die Hitten nieder, Alter. Das kannst du ja meiner Großmutter erzählen, dass das... Ich hab keins mehr in der Agresse. Ah, f*** ich doch alle. Wisst ihr, was das eigentlich jetzt mehr Zeit ist, was wir da verbrauchen? Ehrlich jetzt da. Das wisst ihr schon, oder? Und vor allem, jetzt weißt du aber nicht, wo... Alter, das ist doch voll für die Nüsse, das System. Woher soll ich jetzt von da sehen, was in dem Backel da oben drin ist? Wenn du ein bestimmtes Backel suchst und das ist in eins von den oberen zwei oder oberen drei Regale, dann kannst du jedes Mal jedes Backel anschauen, das ist ein... Alter, da brauchst du 10 Minuten länger beim Einrahmen, was hat denn das für einen Sinn? Wieso bringen sie das Etikett von der Ware nicht auf der Seite an? Das ist für Logistik! Probier's mal auslagern, ich kann's danach nicht mehr auf den Boden stellen. Ja, das stimmt allerdings, geht gar nicht. Ha, geil. Ja. Das ist aber mal sehr sinnfrei, ja. Das ist ja mal richtig sinnfrei.
Ja, auf Leertaste kannst du springen und weiter, dann siehst du halt von mir aus noch grad und grad auf, ja. Und weil ich ja in der kurzen Zeit sofort sehe, dann muss ich 10 Mal springen. Alter, das ist ja eine geschwollene Partie da. Eine geschobene und geschwollene Partie ist das und sonst gar nichts. Außerdem reicht der Platz nicht mehr ansatzweise für alles an war, was ich schon mittlerweile habe. Pötz, danke für deinen Follower, du geile Drecksau, alles klar bei dir. Beim einen geht es nicht ins Regal, beim anderen nimm auf der Bude, sehr geil. So, wir müssen wieder schauen, was wir jetzt wieder alles brauchen. Ne, ist ja klar, Produkt. Da haben wir genug, Toast nehmen wir eins, Mehl nehmen wir eins. Oh, brauchen wir sowieso zwei. Nudeln. Brauchen wir eins, nein, oder? Das geht sich. Wegen drei Packerl gehe ich keins kaufen. Zucker! Zucker! Wo ist der Zucker? Eins können wir nehmen. Bleibt wieder genau eine Schachtel dann über wahrscheinlich drinnen. Zucker. Wasserflasche brauchen wir nicht. Käse brauchen wir Käse. Käse. Jawohl, brauchen wir. Zwei Packerl sogar völlig. Kaffee! Schwarz, eins. Eier, Achterpackung. Eins. Hab ich's da? Nein, hab ich nicht. Was ist denn gerade mit meinem. Ja, jetzt. Und was war das andere? Milch. Ah. Jawohl. Eine. Servus! Ich mache bei Game Pause, bis die einräumen sind. Ich komme nicht mehr hinterher, lol. Hinterherkommen tust du immer. Es dauert halt einfach nur länger. So, kaufen. Da ein schwarzer Tee. Können wir auch eine Schachtel nehmen? Nutella. Und noch braucht man eine. Da ist Müll. Ah, das brauchen wir auch eins. Olivenöl. Brauchen wir nicht. Gehen wir rüber. Nudeln. Ein Packerl. Basmati-Reis eins. Salz, glaube ich, haben wir noch genug, oder? Ja, das reicht. Kuchen. Muchein, Tuchein, Kuchein. Jedes Mal sage ich das. Das Braune brauchen wir. Wie viel Schokolade haben wir noch? Full, brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Braunen Kuchen brauchen wir auch eins. Gummibären. Oh, da brauchen wir völlig, ja, eins brauchen wir. Lager bringt eh erst was, wenn die Einräumer da sind, bei die greifen auf das Lagerzahn zu. Lustig, aber das Einräumen ist schon so zach mit den Mengen an Lizenzen. Ich weiß, das habe ich euch, das war ja das, was ich euch prophezeit habe. Prophezeit habe. Wenn du da mal eine gewisse Größe erreicht hast, wirst du ohne Leute, was da helfen dabei, hinten und vorne nicht mehr zusammenkommen. Cola könnte man eins kaufen, das Mineralwasser passt schon noch. 12er Eier war eins vielleicht, ja, nicht schlecht. So, das Cola eins. Wie viel haben wir noch von den Mineralwasserflaschen? Um eins geht. So, Reinigungsmittel und so, Glasreiniger brauchen wir sowieso, ja, eins. Hätte ich gesagt, aber Seifen und Shampoo brauchen wir eigentlich nicht. Klopapier noch eins. Also haben wir gesagt, Glasreiniger ein. Ihr wolltet das, also muss immer die Scheiße jetzt einfach geben. Klopapier. Zwei. So, jetzt kommen die wieder. So, Parmesan brauchen wir einen, Thunfisch brauchen wir einen. Viererpackung Eier reicht eigentlich, ja, hol ich mir auch noch eins. Also, Parmesan einen, Thunfisch einen, Viererpackung Eier. Da, der Biss, der Butter passt, Herner eins. Erdäpfel haben wir genug, Pommes haben wir genug, Pizza eins. Cheddar, glaube ich, war noch genug drinnen. Ja, so viel genug ist nicht mehr, eins geht schon. Und was war das Zweite? Noch ein Cheddar, der Kaffee. Ja, eins. Das kriegst du sowieso niemals alles ins Lager. Das kann sich nicht ausgehen. Eins.
eins Macarine Bramar, Macaroni. Wie schaut es mit deinem Zucker aus? Da haben wir noch genug. Bald haben wir es geschafft. Sushi brauchen wir ein Grauses wieder. Ja. Und den Fisch da unten brauchen wir noch. Der Rest ist auch genug da. Macaroni. Oi! So. Einen kleinen Fisch, einen großen Fisch brauchen wir. Und den fertig. Also maximal 10. Dann machen wir aber die Eier. Warte mal, wenn wir die Eier. Dann war das noch nicht dabei. Das. Und das. Was kostet jetzt eigentlich noch eine Kasse? 500. Geht sich nicht aus. Aber wir kaufen noch ein Regal fürs Lager und dann sind wir finish. Weil wir müssen die ganzen Schachteln einlagern, auch es hilft ja nicht. Da, geh her. Aber ich glaube nicht, dass wir alle eingelagert kriegen. Es wird sich nicht spülen. Das ist einfach viel zu wenig Platz vom Warenwert her. Aber schauen wir mal. Thunfisch. Das kriegen wir nie und nimmer alles da einer. Milch. Klopapier. Da lassen wir die eine Packung da, weil wir haben zwei genommen. Wenn wir einer rollen, das braucht so viel Platz. Da Wasser. Honig muss ich auch noch bestellen, siehst du, den habe ich übersehen. Habe ich glaube ich auch nicht bestellt. Honig werden wir noch. Also, ich weiß gar nicht, ob es dann noch ausgeht mit Honig. So. Jetzt haben wir da Gummibärli. Gummibären, Hupfer hier und dort und überall. Das ist leer. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. Mutig und freundlich, so tapfer heute die Goschen. Kindheit verblödend, hüpfen sie auch für dich. Leben im Wald, wo du hinkehrst, du Wappler. Und unter Bäumen, da grabbelst herum. Gummibär, hupfer hier und dort und überall. Sie sind schuld, dass aus dir nix geworden ist. Das sind. Also, ganz oben kannst du. Alter, willst du mich. Alter, ja, komm. Guter Remix, lol, ja, das ist der Total Remix. Liebe Leute, groß und klein, hört bei Macro ein bisschen rein. So, da ein bisschen da, Dankeschön. Ja, denke mir, hängt der Song seit 18 Uhr in der Zunge. Ich hätte mir auch gedacht. Schau, das ist so sinnfrei. Wieso kann ich da nicht zwei von den hintereinander hinstellen, Alter? Da krieg ich ja nie die ganze Woche einer Kram. Das ist doch für Alter, leg da, weißt man was, wenn ich das da reinstellen will, dann ist der Platz da, ja, das war ja so klar, Alter, es ist, ach, sei mir nicht besser. Sei mir halt auch einfach nicht besser, das ist schön mir. Wappelbeeren reden nur Sch im Chat, ja, super. Singst da von Markware verleiht Kopf und Gelenkschmerze. Du kriegst gleich Tätschen von mir, Alter. Dann hast du einen Grund für Gelenkschmerze. Schmerze von den Gelenken. Wenigstens kann man ein bisschen ganz ausräumen, da. Boah, das ist halt wirklich, je mehr Sortiment das du hast, desto zeitaufwendiger wird die ganze Sch*** einräumen. Dann sag ich, ja, du kannst, weiß ich nicht, nein, das ist brutal. Abend miteinander. Chaos, Karlsruhe, Grüezi, alles klar bei dir. Stößt doch eine, was. Ja, genau, Entschuldigung. Das Riesenbackerl da, das braucht natürlich so viel Lagerfrei. Wo ist denn da bitte die Logik gewesen? Die Lager sind gleich voll, ich hab da noch 10 Backerl herumliegen. Ich find's geil, Alter. Sind richtig sinnvoll, die Lager. Du brauchst ja 100 Regale, damit du alles reinkriegst, dann war, was du Überschuss hast. Da ist der Charter.
Die Arbeit, deine Arbeiter helfen dir eh. Wo, mit was leicht? Mit Firma Steh und Schau oder was? Kriegen die Zeit dafür, dass sie sich gegenseitig angaffen, deppert die ganze Zeit? Weil was anderes tun sie nämlich nicht! Na, das, da, ich brauche da drüben Minimum 8 Regale, glaube ich, dass ich wirklich die ganze Worte, wo sie nicht einrahmen kann, drüben einlagern könnte. Also die Welt hat es mir jetzt nicht gebracht, da. Fertig sind wir, mehr Ware geht da. Du kannst in so einem Regal nur 6 Schachteln, egal wie groß die Schachteln sind, es gingen nicht mehr wie 6 Schachteln rein. Und das ist sehr, sehr unlogisch tatsächlich. Hands up, then we gonna drop.